Stichwort 1 ICE 1, Maurer findet 1 Richtung Frankfurt am Main, Hauptbahnhof. Das war jetzt die S6 nach Frankfurt Süd über Bad Vilbel und Frankfurt West und Frankfurt Main Hauptbahnhof. Stichwort eines Talent 2 442 Hamster. Vorne der vordere Zugteil ist der RB 41 nach Stadt Allendorf, den Zugteil der RB 40 nach Dillenburg. Dieser Zug wird in Gießen geteilt. Stichwort 1 ICE 2, Baureihe 402 Richtung Gießen. Ich weiß leider nicht, welcher, wo der hingeht. Außergewöhnlich auf dieser Strecke und in Frankfurt. Durchfahrt eines RE30 mit BR114 Trabi Sandwich Richtung Frankfurt Main Hauptbahnhof. Leider fahren die Taunus-Trabis leider nur noch bis 2 Jahre ungefähr noch hier im Regionalverkehr auf der RE30 sowie im Kinzigtal auf dem RB
51 und RE50 und RE5. Durchfahrt der BR146062 und am Ende der RB75 Steuerwagen als RE30 nach Gießen. Leider fährt der RE30 in der Konfiguration nur noch 2-3 Jahre, dann wird der leider durch die neuen Alstom Coradia Steam HC ersetzt von DB Regio. Durchfahrt der S6 Richtung Frankfurt Main Süd. Über Großkamen und Bad Vilbel. Ich bin ja jetzt gerade zwischen Frankfurt Main West und Friedberg am Streckenkilometer 177,6 bei Großkamen. Durchfahrt der S6 Richtung Friedberg. Nächster Halt, Okaben. Wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, presst den Abo-Button und lasst ein Like da. Vielen Dank. Durchfahrt der HLB Flirts nach RE98 nach Kassel mit RE98 nach Marburg und der RE99 nach Siegge. Dieser Zug wird in Gießen und in Marburg geteilt. Vorderer Zugteil nach Kassel Hauptbahnhof, mittlerer Zugteil nach Marburg und hinterer Zugteil nach Siegge. Das war ein HLB Flirt 2. Ein ICET nach Frankfurt am Main. Hauptbahnhof wahrscheinlich weiter Richtung Heidelberg, Stuttgart oder Karlsruhe. Durchfahrt der S6 Richtung Frankfurt Main Süd. Doppelte 423. Durchfall S6 Richtung Friedberg. Auch eine doppelte 423. Durchfall eines Regionalexpress nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Mit der BR146-262-1. Und auf der ZZA steht Landtal total drauf.
Kreuzung einer S-Bahn und eines Hamsters. Die Fahrt der S6 nach Frankfurt Main Süd sowie die Regionalbahn 40 nach Dillenburg sowie die Regionalbahn nach Dreisach, Stadt Allendorf oder Marburg. Ich weiß es nicht. Das war ein Talent 2. Und auf der S-Bahn eine Baureihe 423. Und wieder eine S6 nach Friedberg. Was mich aber gerade ein bisschen wundert, weil normalerweise dürfte die nur bis Großkarpen gehen. Vielleicht ist es auch so eine Verbindung, die ich nicht kenne, die jetzt verlängert wird nach Friedberg. Durchfahrt eines Teppich-RE IC2 Twin Deck nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof mit einer Baureihe 147.5. Durchfahrt des RE 30 mit der Baureihe 146-256 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Durchfahrt eines IC1, er hört auf den Namen Gelnhausen. In Richtung Kassel. Durchfahrt der S6 nach Friedberg mit der grünen ET423 der S-Bahn Rhein-Main. Die werden wir wahrscheinlich in wenigen Minuten auch wieder sehen. RE98 nach Kassel Hauptbahnhof. Mit dem hinteren Zugteil den RI99 nach Siegel, ein HLB Flirt 2. Durchfahrt Talent 2, Dreifachtaktion. Vorderer Zugteil nach Dreisa, die hinteren beiden Zugteile nach Dillenburg.